Es wird Zeit für ein bisschen Action mit Dämonen und Teufelgemetzel. Aber es dreht sich nicht um Dante aus Devil May Cry. Gleich kommt die Umbra-Hexe Bayonetta und... Moment mal, nicht mal das? Wir sehen scheinbar den Charakter Rosa in der New Game Plus-Kategorie von Bayonetta 2 auf H? Sascha Gaming sagte uns, dass es so schneller geht. Also, machen wir das auch so. So. Also, ich bin Sascha Gaming. Möchte euch heute Bayonetta 2 zeigen. Neben mir hockt der liebe Berfo. Hi. Und zum Start ist schon gesagt worden, Charakter Rosa. Ich hätte noch Bayonetta oder Sean auswählen können. Ich habe mich für die schnelle Rosa entschieden, den Run hier zu zeigen. Und Schwierigkeit gibt es auch noch 4 Stufen. Leicht, normal, schwer. Ich mache es auch schwer. Und dann können wir eigentlich starten. Vorher gibt es eigentlich noch ein Vor-Prolog. Brauchen wir hier bei New Game Plus nicht zeigen. Richtig. Von dem her, ich zähle jetzt von 3 runter und dann kannst du auf Start drücken dann. Zählst du? Ja. Na dann los. Also, 3, 2, 1, go! Ladebildschirm. Ladebildschirm. Kann man ein bisschen üben. Die ganze Cutscenes kann man skippen. Da sieht man nichts. Dann starten wir schon mit dem Kampf hier auf einem Flugzeug. Cutscenes kann man skippen. Da ein bisschen die Gegner verkloppen. Hat hier mehr was von einem Tutorial. Weil man hier nicht viel falsch machen kann. Könnt ihr auch einfach im Kreis drehen und warten, bis die Sequenz rum ist. Aber verkloppen halt, macht halt dann doch mehr Spaß. Wenn man sich jetzt ein bisschen wundert, was für einen Charakter du eigentlich hast, der sah ja vorhin anders aus. Jetzt. Rosa sieht ja eigentlich anders aus. Ja. Aber du hast da ja ein bisschen was präpariert. Genau. New Game Plus heißt, ich habe jetzt auch unendlich Hexenmagie. Ich kann diesen Mech-Anzug unendlich lang einsetzen. Der ist extrem stark, hat starke Stampfattacke, hat einen unglaublich starken Schuss hier, großen Combo und zermalmt eigentlich die Gegner in Sekundenschnelle. Geht auch wirklich nicht weg. Aber wie gesagt, ich müsste jetzt hier nicht alle Gegner besiegen, das ist ein schöner Zusatz hier. Genau. Im Prinzip Autoscroller, könnte man sagen. Könnte man sagen, ja. Ja, man sieht ja im Hintergrund diese, ja, keine Ahnung, was es für ein Viech ist. Eine Flugschlange. Die fliegt halt da rum und bis halt die Sequenz abgeschlossen ist, so lange geht es halt nicht weiter. Kriegst du mal vorbei. Es kommen so kleine Quicktime-Events, wo man halt Knöpfe drücken muss. Dann ist so ein einzelnes Kapitel mal abgeschlossen. Oder ein Vers, wie man es hier sagt. Cutscene überspringen. Und da wird der Kampfanzug rot. Genau, das ist jetzt die unendliche Magie, was ich habe. Vergrößert halt den Schaden von Rosa. Zusätzlich noch mit den Lutschern natürlich. Lollipower. Lollipower. Besonders wichtig muss ich immer zum richtigen Zeitpunkt anwählen, dass ich halt am meisten Schaden mache. Ja, zur Story selbst kann man gar nicht so viel sagen. Ne? Man sieht Charaktere, dann sieht man sie eine Weile nicht, dann sind sie wieder da. So ja. Ungefähr spielt sich's ab. Man sieht halt von der Story recht wenig bei New Game Plus. Aber ist auch bei dem Spiel komplett unwichtig. Jetzt halt ein visuelles Feuerwerk. Ja, genau. Ein visuelles Lutscher-Feuerwerk. Ja.
Rar. Okay. Skippen. So, jetzt kommt ein Boss, ich muss hier so gut wie nichts machen. Außer Dauerbeschuss. Er braucht jetzt seine Zeit, ne? Bis oh. Hat mich jetzt fast kaputt gemacht, aber nur fast. Oh, stimmt. Nichts, was ein Lolli nicht retten könnte. Genau. Nur durch die Lolli-Power sichern wir uns hier. Ne, wie gesagt, ich beschieße bloß den Gegner. Einen Knopf drücken. Ich muss warten, bis der Boss ganz oben angekommen ist. Dann kann ich einen Finalschlag ausüben. Ist gleich soweit. Und zack. Na, drehen. Das sind dieselben Events, oder? Genau, entweder A, B, X oder halt drehen. Ja. Und die Finalschläge sehen halt immer ziemlich spektakulär aus. Ja, die verwandelt sie in verschiedene Gestalten und besiegt dann die Bosse final. Oder frisst sie halt auf. Oder frisst sie auf, genau. Ja, Endabrechnung und skippen. Kapitel 1 beendet. Oder das Prolog. Eigentlich das erste. Unwichtige Infos, die zählen sowieso nicht. Nächstes Kapitel. Ladebildschirm. Ja. Da kann man schön üben. Ja. Wenn man will. Kombos ausprobieren. So. Ich verwandle mich immer in den Mech-Anzug, weil der deutlich schneller ist wie Laufen. Gibt ja noch andere Verwandlungen, ne? Ganz genau. Kann ich kurz zeigen, was noch gibt. Ich kann mich jetzt auch noch in einen Tiger verwandeln. Der ist halt relativ, ja, was heißt relativ langsam, aber deutlich langsamer wie der Mech-Anzug. Aber niedlicher. Aber niedlich, genau. Und hier noch diesen Aal, den wo ich im Wasser einsetzen kann. Kann ich relativ schnell schwimmen. Jetzt bricht mal wieder alles auseinander. Üblich bei Bayonetta 2. Stimmt. Ah. Da muss ich natürlich auch warten, bis ich wieder weiter kann. Und da kommt ein Boss. Natürlich. Ständig. Ja. Setze ich schon mal ein Lolli ein, weil ein Kampf startet. Lolli Power, genau. Nicht zu unterschätzen. Auf jeden Fall nicht. Genau. Also ich muss immer abwechseln zwischen Schießen und Stampfen, das ist am besten. Komme ich am besten voran. Genau. Gerade Stampfen, weil es eben nur Flächenschaden macht. Genau. Aber einzelnen Gegner natürlich. Die Kombo ist effektiver. Kombo ist am effektivsten, wenn die Gegner um einen stehen. Hm. Ein schönes Quicktime-Event. Mash, mash, mash. Bam. Spring hier runter, starte dann schon der nächste Kampf. Schon beendet. Oh. Ja, New Game Plus ist halt gerade durch die Zusätze, dass ich auch so gut wie unendlich viele Lutscher habe, relativ schnell zu meistern. Weil man sagen muss, als Vorbereitung für den Run hast du die ja gefarmt, gesammelt, hergestellt? Sammeln musste ich relativ viel, also. Ja. Es hat ewig lang gedauert, bis ich halt alle Zutaten zusammen habe, dass ich die Lutscher herstellen kann. Ups. Es waren allein 30 Stunden fürs Grinden und Vorbereiten. Auch weil es ja für die unendliche Magie dieses Bracklet, was ich da habe,
Hat übelst viel Gold gekostet, sage ich jetzt mal. Die Währung halt von Bayonetta. Hat man halt alles sammeln müssen, dass man es freischaltet. Lohnt sich auch natürlich. Genau. Ja, manchmal drücke ich zu schnell. Dann komme ich auch nicht voran, wenn ich plötzlich auf Ausweichen drücke. Warte, es geht alles kaputt. Ja, das ganze Spiel ist Chaos pur. Ja. Wir schießen wieder mit einem starken Combo. Wenn es funktioniert. Ja, hat er jetzt nur noch ein HP. Ein Finalschlag und besiegt. Das war's. Na, jetzt A. Smash. Kann ich mir nie merken. Ja. Ich hab's versucht. Und nächste Kapitel beendet. Sehr gut. Es ist jetzt nicht so wichtig, welche Ränge das ergibt, oder? Spielt keine Rolle. Es wird sowieso durch das Bracklet, was ich mir, ja, manche würden sagen, ercheatet haben, zählt sowieso alles nicht in die Endabrechnung. Bam. Aber wenn man richtige Attacken macht, dann sind die Kämpfe innerhalb von 5 bis 10 Sekunden alle beendet. Okay. Es labert ein bisschen mit mir. Das interessiert mich natürlich auch nicht. Nicht wirklich. Bam, bam. Ich sage, ich kann auch Angriffe canceln, indem ich ausweiche. Kann ich schnellere Kombos auch durchführen. Oder halt auch schnellere Angriffe. Bam. Jetzt eine kurze Pause, bis er das Portal herzaubert. Ja. Muss eben immer mal auf ihn warten. Ja. Also kleine Pausen bietet Bayonetta dann doch. Bayonetta 2. Aber die Kämpfe gehen dann schon sehr Schlag auf Schlag. Durchaus, wie man sieht. Ja. Halt auch immer zum Teil sehr epische Kämpfe. Smash, Smash und Final Attacke. Kommt da mal ein riesen Froschkönig da raus. Schnappt zu. Schluck. Weggeputzt. Mampf, Mampf. Schmeckt. So. Ja. Schon das nächste Kapitel beendet. Okay. Schlag auf Schlag. Und das Level ist jetzt ein kompletter Bosskampf. Du musst ja eigentlich auch nicht großartig was machen. Außer schön wieder einen Knopf gedrückt lassen. Ich brauch noch nicht mal ausweichen, weil ich habe ja Lollis, wo ich mich wieder heilen kann. Genau. Ja. Weil ausweichen würde jetzt hier die Zeit ein bisschen anhalten. Es würde jetzt Zeit kosten. Nicht viel, aber ist ja ein Speedrun. Genau. Könnte man fast als Damage Boost verkaufen. Ja. Fast. Fast. Schadenschubs, ne? Schadenschubs. Bisschen halt diesen Geröll hier alles ausweichen. Das
kann ich machen. Ah, ich habe jetzt schon so viel Schaden verursacht. Ich kann jetzt den Boss gerade nicht weiter besiegen. Wenn du ein normales Spiel, also von vorne startest, wäre der Kampf halt deutlich schwieriger. Länger wahrscheinlich. Länger vor allem. Genau. Und so hat der Kampf eben mehrere Phasen. Genau. Die musst du eben nacheinander machen. Die besiegen jetzt wieder ein bisschen, also aber ganz minimal. Ich muss halt wirklich auf die nächste Phase warten, die jetzt dann gleich kommt. Genau. Ja, wir haben voll ins Face. Das ist schon ein deutlicher Schwachpunkt, so im Gesicht. Ja. Eigentlich immer voll ins Face. Ja. Hier wieder ein bisschen ausweichen. Wenn ich Lust habe. Vor irgendwelchen Teilen der Map. Ja. Brücken und Kirchtürme und was weiß ich, was da alles kommt. Jetzt lässt sich mal wieder der Boss blicken. Schnapp zu, das juckt mich nicht. Konntest aber ein bisschen Schaden machen. Zum Glück nicht zu viel. Ja. Ich heile mich auch ganz langsam, auch auf der harten Stufe noch. Auf der allerhärtesten Stufe würde ich mich nicht automatisch heilen. Hm. Ja, auf der härtesten Stufe wären auch noch deutlich mehr und aggressivere Gegner vorhanden. Was es dann doch wieder langsamer machen würde. Ja. Braucht man jetzt für die gleiche Kategorie auf unendlich Klimax fast 15 Minuten länger. Ja, okay. Das ist deutlich, deutlich mehr sogar. Schon eine Menge. Ja. Dieses ganze Kapitel ist ein Bosskampf, kann man sagen. Aber auch hier tue ich erstmal bloß beschießen. Mache dann meine Combo-Attacke. Besiegt. Dann der zweite hier. Combo. Nochmal. Genau. Die letzte Phase. Hier beschieße ich auch weiter. Noch ist die HP-Anzeige nicht im Bild, aber wenn sie einblendet ist, ist sie fast bei null gewesen. Fast schon besiegt. Ja. Genau. Und dann den Final Schlag ausüben. Und natürlich wieder ein spektakulärer Endcutscene. Es muss sich auch ein bisschen steigern. Ja, ja, natürlich. Und da bin ich froh, dass man die nicht skippen kann, weil die gefallen mir sowieso. Also auf jeden Fall kreativ. Ja, also geht's auf jeden Fall ab. Und immer wieder anders. Auch schon das nächste Kapitel rum. So, wir sehen jetzt noch eine Verwandlung, die es noch gibt. Ich kann mir auch noch in so ein Geier verwandeln. Kann jetzt hier einen Kampf skippen, der hier eigentlich stattfinden würde. Einfach durchs Rüberfliegen. Ne? Einfach durch Rüberfliegen. Mit einem gezielten Jump. Ups. Nicht schlimm. mit einem gezielten Sprung kann man auch ohne den Geier rüber. Aber ein bisschen riskant, weil man dann doch auf die Brücke springen kann und der Kampf würde dann starten. Genau. Wie gesagt, es geht nur so schnell mit dem Mech-Anzug und mit den Lollis. Ansonsten wären die Kämpfe schon deutlich langsamer. Das ist eben Lolli-Power. Absolut. Nicht zu unterschätzen.
Wenn ich das jetzt richtig time, brauche ich 3 Schläge dafür und Final Schlag, genau. Natürlich wieder eine spektakuläre Verwandlung. Und natürlich wieder gefressen werden. Ja, ne? Das ist üblich. Kann auch nicht nur Lollis essen. Bam, 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 bam. Ups. Na. Als Meganzu kann ich keine Türen auftreten. Warum auch immer. Ich müsste eigentlich bloß durchrennen können, aber geht halt leider nicht. Ups. Der Bosskampf besteht jetzt auch wieder aus mehreren Phasen. Genau. Die gehen relativ schnell rum, wie man sieht. Was ist denn der HP-Anzeiger unten auf jeden Fall beobachtet? Echt schnell alle. Alles saumäßig schnell. Es sieht alles schwieriger aus. Ja gut, man muss schon üben und die richtigen Attacken ausüben. Das gehört natürlich dazu. Das ist klar. Schon das nächste Kapitel beendet. Wie gesagt, bis auf die Ladesequenz gibt es kaum Pausen eigentlich. Selbst da kannst du was machen. Und selbst da kann man aktiv sein, ja. Jetzt muss ich schnell einen Unterwassertunnel durchqueren. Muss relativ schnell B drücken, dass ich auch relativ schnell schwimme. Kennt man ja meistens. Meistens mit B, ja. Natürlich auch nicht irgendwie vom Weg abweichen. Genau. Unnötigerweise. Es gibt nur ein paar Wege, wo man was zum Erkunden hat. Gibt auch Sammelobjekte wie Schallplatten zum Beispiel, wo dann auch wieder verschiedene Sachen freischalten können. Auch von den Wegen werden wir hier überhaupt keine sehen. Alles, was du brauchst, hast du bereits. Genau. Besonders Lollis. Besonders Lollis. Das Wichtigste. Die gehen mir auch im Normalfall nicht aus. Es ist mir nur einmal passiert, wo ich halt ein bisschen zu viel von denen gefressen habe. Ja. Passiert. Okay. Und eine Klimax-Attacke. Als der finale Schlag, Klimax. Wie der Name sagt, ja. Genau. So, ja. Zack, Schlitz, Stech. Weggeschnetzelt. Halt einfach auf Bayonetta-Style oder in dem Fall Rosa-Style. Ja. Jetzt füllt sich hier der Raum mit Wasser. Ups. Der Hauptunterschied zu Bayonetta ist ja eben dieser Anzug. Ja. Ansonsten würde ihr Bayonetta genauso rumstolzieren. Aber ist halt langsamer. Ja. In dem Fall ist jetzt auch mal ein Fall, dass ich mal nicht skippen kann. Die unterhalten sich ein bisschen. Kann man sich mal Rosa näher ansehen. Und sieht man sie ja meistens im Mech-Anzug. Genau, er hat halt keinen, deswegen läuft er so langsam. So, jetzt. So, auf den muss ich zum Glück nicht warten, weil der gleich hinter mir steht. Er wird irgendwie hochgebeamt oder was weiß ich.
Aber es taucht halt wieder irgendein Viech auf, ne? Genau, hier tauchen jetzt mehrere kleinere auf. Auf dieser Kugel. Die spawnen manchmal nicht immer, wie ich will. Manchmal tauchen die auch erst sehr verzögert auf. Bin nicht dahinter gekommen, an was es liegt. Keine Manipulation. Zumindest sehe ich keine. Jetzt einzige Mal, wo wir mal einen anderen Charakter spielen, für eine kurze Sequenz. Eigentlich nur wegläuft, ne? Genau. Er kann auch schießen hier, wenn er seine Magie aufgeladen hat. Ich kann einfach bloß hochrennen und im richtigen Augenblick springen. Naja, Vorführeffekt. Hat nicht funktioniert. Versuch's gleich nochmal. Nee. Da war ich zu früh. Einmal zur Sicherheit geschossen. Ja, that was easy. Ja. Ganz klar. Es sah auch einfach aus. Ja, kann aber trollen. Ups. Ins Menü will ich nicht. Stampfe einfach nur kräftig auf den Boden, dass ich beide gleichzeitig besiege. Praktischerweise beide gleichzeitig, genau. Genau. Klappt aber auch nicht immer, wenn einer ein bisschen zu weit auseinander ist, dann klappt das nicht. Muss man sie einzeln besiegen. Aber so geht es natürlich schneller, ist klar. Ja. Wenn man auf jeden Fall gleich zu den Gegnern zu den Bossen hinrennt, verwischt man auch beide gleichzeitig. Brücke zum Himmel. Und natürlich gleich wieder ein Boss und alles geht kaputt. Natürlich, natürlich. Brauch auch nicht ausweichen. Ich sage, ich kann mich zur Sicherheit auch immer heilen. Jetzt kann ich auch nicht mehr Schaden machen, weil ich jetzt schon wieder vor dieser Cutscene genug Schaden angerichtet habe. Genau. Also ich muss halt immer warten, bis ich eine Phase erreicht habe, wo ich dann in der nächsten Phase den Boss besiegen kann. Vorher kann ich halt keinen Schaden mehr anrichten. Das ist linear aufgebaut, diese Kämpfe. Nicht so ja. Zyklen, wie sonst manchmal. Halt üblicherweise die Kämpfe ja, beim ersten Mal ewig dauern, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Genau. Da kann auch mal so ein Kampf locker 10 Minuten gehen. Ja, man muss ja verschiedene Techniken freischalten. Man hat ja auch nicht von Anfang an alles. Manche Kombos muss man ja freischalten oder freispielen. Genau. Ja, dazu wird ja hauptsächlich auch diese Währung benutzt. Ne? Genau. In dem Fall sind es Heiligenscheine. Später sind es auch so eine Art Kristalle. Oder was gibt's noch? Weiß jetzt nicht. Die vom ersten Teil halt. Fällt mir jetzt nicht ein. Aber wieder ein schöner Bosskampf. Eigentlich einer meiner Lieblingsbosskämpfe. Das ist ein beeindruckend großer Gegner. Ja. Und die Schwachstellen sieht man natürlich gleich. Das sind Augen. Genau. Du schießt mich mit Raketen, aber die kann ich geschickt ausweichen. Ups, ja. Scheiß Kamera gewesen. Muss ich mal verschlucken lassen. Kann dafür eine Attacke ausführen. Natürlich wieder ein Schlag ins Gesicht. Genau. Lolli nehmen. Kombo.
Ja. Na? Na? Na, komm. Wow, das war zu früh gedrückt. Muss warten, bis eingeblendet wird die Tastenkombination, so. Ja, okay, ja. Ja, war ein bisschen zu früh. Das ist natürlich wieder so brutal. Rosa ist... Ja. Zack. Jetzt kommt mein kleiner Freund zur Hilfe. Darf der auch mal was tun? Darf der auch mal was tun? Anstatt bloß blöd labern. Weglauf. Jetzt meinen wir, ist alles gut. Da taucht der Boss nochmal auf. Na. Und verschluckt einen. Im Inneren. Bisschen unangenehm. Ja. Ein kleiner Kampf hier, bevor es zum Boss geht. Natürlich auch schön Herzform, ne? Die Schüsse. Immer schön alles Herz. Also Rosa verteilt sehr viel Liebe. Sieht manchmal nicht so aus, aber es ist schon liebevoll gemeint. Ja. Oft. Auf jeden Fall. Bayonetta und Rosa ist in dem Fall eigentlich recht frech und aufmüpfig, aber ja. Verteilt auch sehr viel Liebe. Und bam. Also, sieht auch schwerer aus, wie es ist auf New Game Plus. Auch mit dem Mech-Anzug. Der ist so durchschlagskräftig. Ist halt einfach mega gut ausgerüstet. Ja. Perfekt für solche Bosse. Voller Lolli-Powers kann nichts schlucken. Lollis darf man halt nicht vergessen. Ja. Ich vergesse ehrlich gesagt manchmal zu aktivieren. Wenn man halt so im Kampf vertieft ist. Nothing can contain. Aber dann hast du zu wenig Angriff und dann... Dann dauert es halt länger, ja. Dauert mehr. Würde jetzt aber nicht arg ins Gewicht fallen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Außer man würde auf Weltrekord gehen. Dann ist es was anderes. Ja, aber vom Gefühl her, wie sieht es bis jetzt aus? Zeitmäßig? Sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Gab noch keine großen Verluste, oder? Einmal kurz runtergefallen in einem Level, aber ansonsten bis auf das, ja. komm ich ganz gut durch. Jo. Okay. Also der Weltrekord ist ja zu meiner PB nochmal fast 5 Minuten schneller. Mhm. Das ist schon zum Teil echt interessant zuzuschauen, wie man noch schneller die Kämpfe machen kann. Da geht es halt unfassbar um die Kombos zeitlich genau zu setzen und die Final-Attacken zu aktivieren. Ja. Also quasi so wie vorhin, ein bisschen zu zeitig oder zu spät. Genau. Zeitverlust. Wenn man das eigentlich immer schafft, genau auf den Punkt zu treffen, kann man wirklich immer wieder ein paar Sekunden gut machen. Genau. Und in der Endabrechnung merkt man das halt. Weil es ja doch einige Kämpfe sind. Ja, ja, wenn du in jedem Kampf 5 Sekunden rausholst, ja. Ja, zumindest in den großen. Eben. Mal einen Lolli gleich nehmen. Ich vergesse. Weil hier auch wieder Gegner spawnen, schön im Kreis, dass ich mit Stampfattacken alle gleichzeitig besiegen kann. Auch hier wieder eine Combo-Attacke. Jetzt verteilt sie wieder Küsschen. Man sieht es ja nicht so gut, aber du musst ja auch zielen ein bisschen. Ne? Schon ab und zu. Genau, das fällt jetzt vielleicht nicht auf. Man könnte jetzt meinen, ich würde jetzt stupide bloß die Knöpfe drücken, aber ich muss auch noch die Richtung anwählen. Ansonsten würde Rosa in dem Fall da daneben schlagen. Ups. Wollte ich nicht. Wollte B drücken. Ja.
Ich will es manchmal zu schnell machen. Ja. Drücke ich zu viel Knöpfe auf einmal. Input-Buffer. Ja. Ich muss jetzt wieder warten, bis der hier ein Portal herzaubert. Damit ich etwas umher schwingen kannst, genau. Stangtanz ausüben. Kann ich nochmal einen kleinen Arena-Kampf skippen? Indem ich hier auch einfach seitlich vorbeifliege. Und ja auf der Treppe lande. Vermeide ich auch einen zusätzlichen Kampf. Genau. Wäre sonst auf der Plattform gewesen. Genau. Bam. Zermanscht. Wie man sieht, in der Location war ich ja vorhin schon mal. Ich komme immer wieder mal zurück zu bestimmten Locations. Weil es in der Story ja auch bestimmte Zeitreisen gibt und so. Möchte ich aber nicht näher drauf eingehen, weil das ein bisschen zu kompliziert ist. Man würde dem auch nicht wirklich folgen können wahrscheinlich, wenn man nicht viel davon sieht. Ja, das ist das Problem. Das würde ja die Cutscenes zwischendurch mal erklären, aber wo man auch vielleicht mal ist, ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder in der Gegenwart. Ich skippe aber alles und wäre es jetzt müßig, hier irgendwas erklären zu müssen. Genau. Es ist ja offensichtlich auch nicht der Hauptfokus des Spiels, Zeitreisengeschichte darzustellen, sondern es sind ja doch die Kämpfe, die eher im Fokus stehen. Absolut. Deswegen spiele ich das Spiel auch so gern. Ja. Weil es halt einfach so gut wie keine Langeweile gibt. Man hat immer irgendwas zu tun. Lollis herstellen. Lollis herstellen. Na? Na? Jetzt. Oh. Nee. Oh. Falscher Knopf gedrückt. Schon das sechste Kapitel beendet. Wenn man da auch oben sieht, diese schwarzen Kreise, sind jetzt alles ausgelassene Verse, wo ich habe, also Kämpfe, wo ich übersprungen habe. Sieht man halt auch, wie viel man skippen kann. Genau. Und auch, wie viele Wege man nicht gehen muss. Genau, das sind optionale Kämpfe, die dann zu genau. Items führen können. Oder zu Items. Zusatzsachen. Das ist ja hier. Genau. Die habe ich entweder schon alle gesammelt, weil es ja New Game Plus ist. Aber sind zum Teil auch schöne Kämpfe nebendran. Machen auch Spaß. All die Welt hier ein bisschen zu erkunden, lohnt sich auch. Und auch hier kann ich wieder einen Arena-Kampf skippen, indem ich hier vorbeifliege. Steuere hier auf den Wasserfall zu, springe hier hoch. Ja, muss jetzt auf die kleine Nervensäge hier warten. Na? Den brauchst du halt, um diese Portale zu erstellen. Ganz genau. Überwiegend. Ansonsten ist er zu nichts zu gebrauchen. Da rennt er noch weg. Eben. Er schreit auch immer, hey, wait. Mach ich einfach zu schnell. Ups. Oh. Ja. Oder. Jetzt war ich zu schnell. Aber es ist ja kein großer Zeitverlust jetzt. Nee, ich verliere auch deswegen kein Health oder so. Genau. Na, nicht ganz. Muss ich noch einen Extraschlag ausüben. Natürlich wieder. Was für eine Aufmachung. Gleich mal mit mir vier Fäusten drauf.
Und ein bisschen. Bisschen Sport machen. Ball spielen. Ball spielen. Bam, Smashball. Ah, schön. Natürlich geht wieder die Hälfte kaputt. Mhm. Aber Gegner besiegt. Gegner besiegt. Vorerst. Okay. Auf so ein Wurfgeschoss weiß Rosa einfach abzuwehren. Ja. Und halt auch die Musik ist immer sehr passend gewählt. Es wertet das Spiel auch nochmal deutlich auf. Es gibt nichts, was nicht episch wäre. Ne? Das ganze Spiel ist episch. Es steigert sich einfach immer mehr. Ja. Kapitel 10. Von der Zeit her sieht es gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Sehr gut, ja. Stimmt. Oh, diese offensichtlichen kleinen Sachen. Zack. Hier springe ich am besten mit dem Tiger. Weil der Mech-Anzug, wenn er landet, bremst er kurz ab. Mhm. Hält halt auf. Gerade wenn ich von Plattform zu Plattform springen muss. Genau. Geht ja um Frames. Geht ein Frame verloren, ganz klar. Mhm. Das ist nämlich nicht so einfach in Kauf. Na, es summiert sich dann. Vielleicht mal einen Lolli nehmen, weil der nächste Kampf ansteht. Hm. Der bleibt dann. Perfekt. Der bleibt, genau. Ja, sieht man ja. Genau. Die rötliche Färbung. Genau, sobald Rosa rötlich schimmert, habe ich einen Lolli verputzt. Muss ja Ranken laufen, die hier entstehen. Bring mich zur nächsten Insel, in Anführungszeichen. Natürlich die nächsten Gegner und Bosse warten. Genau. Wir waren vorhin mal beim Tor zum Himmel, jetzt sind wir bei irgendwo, was nach Hölle aussieht, aber... So ist es, man erkennt es am meisten an der Farbe. Wenn es rötlich dunkel wird, sind wir meistens auf der anderen Seite, genau. Beziehungsweise in der Höhle. Das passt das auch ganz gut zusammen wahrscheinlich. Ne? Genau, atmosphärisch halt. Ja. Ich unterbreche einmal kurz für eine kleine Spende. Gerne. Und zwar von Berfumé mit 30 Euro, volle Lolli-Power. Weiter zu Sascha und danke an alle für dieses tolle Event. Sauber. Volle Lolli-Power. Immer. Immer. Okay. Das hat besser geklappt wie beim Testrun vor 2 Wochen. Da ist mir der Boss abgehauen. Stimmt. Dann kann ich schon in der Cutscene diese Ranke aktivieren. Ja, man kann es am besten Ranke nennen. Das ist ja, ein undefinierbares. Ding. Irgendwas aus der Höhle. Ja. Und hier haben wir mal einen neuen Charakter. ja. Der Wächter der Höhle. Rodin. Bei dem man ja auch einkaufen kann. Genau, das wollte ich gerade erwähnen. Der hat einen Shop, in dem er halt die ganzen Techniken und Items kaufen kann. Ja. New Game Plus hat er halt hier seinen Ehrenauftritt. Und hilft uns hier bei dem Kampf.
Er ladet hin und wieder mal seine Superattacke auf. One-Hit-KO dann. Bisschen RNG an der Stelle. Genau. Das kann natürlich dann auch den Run beeinflussen. Genau. Also wenn man Pech hat, kann man hier locker 20 bis 30 Sekunden verlieren. Zwar müsste er eigentlich jetzt die Attacke machen, hat ja ziemlich gut funktioniert. Aber es lässt sich halt nicht beeinflussen. Ja, leider nicht. Haben wir mal ein Cutscene, wo man nicht überspringen kann? Schade eigentlich. Auch ist nicht so schlimm. Ist nicht so lang. Das lässt uns trotzdem nicht wirklich mit der Story aufschließen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Wir machen uns halt auf die Suche nach unserer Freundin Sean, die es in die Hölle mitgezogen hat. Die man am Anfang mal gesehen hat. Die man ganz am Anfang mal gesehen hat. Genau. Jetzt wieder ein Bosskampflevel. Relativ kurz bei den Noob Game Plus. Ja. Ich muss natürlich die richtigen Kombos. Da habe ich jetzt wieder einen Zusatzschlag gebraucht. Hätte ein Tick schneller sein können. Gut. Man reißt an jede Ecke an dem Bus. Richtig kaputt, Mann. Genau. Und auch schon der Buskampf wieder beendet. Ja, wir sehen doch nochmal Rodin kurz. Er schickt uns jetzt auf Reisen. Einfach hinnehmen. Einfach hinnehmen in der Story. Jetzt kommt sogar ein Autoscroller in dem Spiel. Ein richtiger. Fast Autoscroller. Also ich muss ein bisschen was machen. Ausweichen. Ausweichen ein bisschen. Aber sonst ein sehr rasanter Ritt. War auch mal so ein Autoscroller nicht nervig ist, wenn er schön stimmig ist. Wenn man das Gefühl hat, dass es nicht auffällt, so bei so einem Run. Ja, genau. Wenn ich auf den Bildschirm warten muss, dass er sich weiter scrollt, sondern... Ganz genau. ...wird doch irgendwie mittendrin ist. Man sieht halt doch immer irgendwas. Mal einen Boss durchs Bild huschen. Ja. Sieht, wie hier der Untergrund kaputt geht. Was gleich passiert. Ist ja auch nichts Neues. Hier muss ich mal springen, ausnahmsweise. Dann geht wieder alles kaputt. Aber ansonsten ist der Ritt halt sehr linear. Also hier gibt es keinen Zusatzweg, was man gehen kann. Genau. Heilen kannst du dich auch immer wieder noch. Genau. Ab und zu muss ich ausweichen, weil das dann... Ups, habe ich jetzt nicht machen müssen. Hab's aber aus Versehen. Jetzt kommen ein paar Steins gebrochen, wo ich unten durchschlittern muss. Oh, der hat mich sogar getroffen. Das Gute an Rosa ist, wenn mich was trifft, ich gehe nicht sofort kaputt, sondern bleibe bei einem HP stehen und habe dann noch die Chance, mich zu heilen. Ja.
Das ist ein großer Vorteil von Rosa. Dafür hat sie halt ein sehr schwaches Schild. Hm. Ist eben so eine Zusatzchance. Natürlich, man hat auf der einen Seite einen Vorteil beim Angriff, da ist Rosa recht stark, aber Verteidigung ist ja halt... Da kann man sie vergessen. Ja. Aber ist ja doch eher angriffsfokussiert, der Run. Auf jeden Fall. Es geht wieder mal was kaputt. Ah. Aber der Kampf war jetzt gut, weil ich auch nur noch einen Schlag gebraucht habe bei der letzten Phase. Schafft man auch, oder schaff ich auch nicht immer. Heute dann auch nochmal ein Combo manchmal. Statt des Déjà-vu. Warum? Weil man jetzt in ein Teil kommen, wo von Bayonetta 1 ist. Ja, in der Stadt ist man halt bei Bayonetta 1, wo man startet. Deshalb Stadt ist Déjà-vu. Macht Sinn, ja. Ja, wie es der Name schon sagt. Ups. Jetzt darf man sich auch nicht wundern, wenn man jetzt Rosa doppelt zieht. Völlig normal. Nicht wundern, Rosa ist eigentlich die Mutter von Bayonetta. Und deshalb befinden wir uns jetzt in der Vergangenheit und treffen auf Rosa. Wir kämpfen halt an unserer Seite und hier haben wir halt jetzt Rosa hoch 2. Genau. Sieht ja ein bisschen kurios aus. Das kann man auch storytechnisch nicht mehr erklären. Ich will es nicht versuchen. Es würde zu umfangreich werden. Genau. Wie man jetzt hier sieht, zwei Rosas im Splitscreen. Aber sie arbeiten gut zusammen. Perfekt. Rosa. Perfekt synchron. Ups. Komm mal wieder, ist was Großes. Es geht wieder was kaputt. Ich überspringe aber die Stelle hier. Über den Feuerstrahl, weil der macht ziemlich viel Aua. Ja. Oder ich fall runter. Hm. Aber man landet eigentlich immer relativ nah beim Geschehen wieder. Ah, das sind recht faire Checkpoints. Der Zeitverlust ist nicht so groß. Okay. Der Kampf hätte besser laufen können. Also ein, zwei Sekunden. Ja, die waren so verteilt. Ja, ich hätte es besser machen müssen. Hätte sie zusammentreiben müssen. Mit einem Seitenschlag, aber... Ups. Muss ich jetzt die Statue aktivieren. Wasser ausschalten. Beziehungsweise die Zeit verlangsamen hier. Ja. Also quasi schon den Wasserfall ausschalten. Das stimmt schon. Gewissermaßen. Nothing can contain me. Er steckt jetzt im Post seine Hand rein. Das macht aber nur kurz. Das ist schon besiegt. Der kommt aber nochmal. Achso. Der kommt nochmal. Weißt du, so eine Stelle, wo man versauen kann, wenn man hier nicht schnell genug rüberspringt. Weil die Brücke hier zusammenbricht. Oh, gerade noch gerettet. Sehr gut. Ansonsten müsste ich einen kleinen Umweg nehmen und es wäre ein großer Zeitverlust. Hier mal so rüberspringen, bisschen safe. Hier mal nicht den Mech-Anzug. Weil ich dann hier für die Stelle zu schnell bin und meistens runterfall. Ja.
wie gesagt, Küsschen wieder, ne? Hm. Nie vergessen, Liebe zu verteilen. Okay. Gut. Da kann man auch runterfallen. Da muss man die Sequenz nochmal wiederholen. Auch ein großer Zeitverlust. Ja. Halt, Meganzug. Sein Boss, wo schon ziemlich starke Rüstung hat. Braucht zwei volle Kombos meistens. Und zwei Rosas sehr synchron miteinander. Da hat er keine Chance. Bei so viel Frauenpower. Und wird gegessen. Natürlich. Zack, haben wir sie bei dem Bild. Schön. Und 55 Minuten. Nicht schlecht. Ups. Ist ein Sprung in die Vergangenheit, deshalb steht er vor 500 Jahren. Wie gesagt, auf die Story gehe ich nicht ein, aber vor der Zeit gab es mal so einen großen Krieg, wo schon mal fast alles zusammengebrochen ist. Da sind wir halt jetzt Teil davon. Genau. Ist auch wieder alles zerstört. Wir schießen uns. Können wir ignorieren. Sehr schön. Jetzt kommt der noch. Zweier-Kombo. Perfekt. Das ist auch ein Level, wo man mit Bayonetta, wenn man sie spielt, auch mit dem Mech-Anzug kämpft. Also es unterscheidet sich jetzt nicht großartig vom Charakter her, dieses Level. Kann ich eigentlich auch bloß durch. Ja. Durch die ganze Bosse. Auch halt durch die unendliche Magie ist halt der Mech-Anzug nochmal ein bisschen stärker. Geht es eben eher darum, die Kämpfe optimal zu machen. Darum kommt es halt echt drauf an. Es war jetzt auch wieder ein super Kampf. Der Boss ist nicht weggesprungen. Hm. Wenn das passiert, muss ich ja hinterher rennen. Genau. Was viel Zeit kostet. So ein Wegwerf. Bam. Ins Gesicht. Natürlich wieder ins Gesicht. Wo denn sonst? Schon mal ein bisschen Schaden nehmen, das ist egal. Tauchen muss jetzt hier seitlich zwei Gesichter besiegen, wofür zum Hauptteil des Bosses kommen. Hm. Schwachpunkte eben. Schwachpunkte dieses Bosses. Dann geht das Schild weg, genau. Genau. Jetzt haben wir hier ein Vierfach-Face, kann man so schön sagen. Der hätte mich jetzt fast erwischt. War ich ein bisschen viel riskiert. Ausweichen wäre ungünstig gewesen. Ja, ausweichen könnte ich, aber es kostet halt Zeit, weil es gibt ja auch noch diese Hexenzeit, da läuft dann alles in Zeitlupe dann. Ja, genau. Die können ausweichen zum Beispiel. Genau. Bei den anderen. Sequenz. Ist gerade so eine Technik, wo man beim normalen Durchspielen anwenden muss.
ja, die Hexenseite. Weil man in der Phase halt am meisten Schaden anrichten kann. Ja. Schön rein. Kein Level skippen. Ist ganz offensichtlich. Dann hätte ich Weltrekord. So, jetzt kommt ein schöner Arena-Kampf. Ganz viele. Ganz, ganz viele warten hier. Aber auch wieder dank der Lollipower. Ja. Sind diese Kämpfe nicht allzu schwierig. Man kann auch schon manche Gegner hier im Hintergrund besiegen, wenn sie schon anlaufen. Das wäre jetzt eine Hexenzeit kurz gewesen. Genau. Eigentlich wollte ich nur die Attacke abbrechen, aber war aus Versehen dann die Hexenzeit aktiviert. Ah, schon wieder. War einer bei mir irgendwo im Rücken. Sehe ich jetzt aber gerade nirgends. Dann bin ich wahrscheinlich im Projektil ausgewichen. Das geht auch. Stimmt. Aber man sieht es. Man braucht halt Zeit. Ja, das passiert dann immer so viel auf dem Bildschirm. Ja. Man hat halt nicht Augen überall. Die andere Rosa steht bloß rum. Die macht eine Pause. Du hast ja übernommen quasi. Ja, ich habe beide Parts übernommen. Eine muss es richten. Genau. Oder eine. In dem Fall. Ja. Und. Ja. Bam. Sieht auch wieder gefährlicher aus, wie es ist. Man hat's an der Healthbar gesehen. Ja. War ein Klacks. Doch schnell weg. Dampfattacke und. Ah, wo ist der letzte? Da steht er, ja. Ja, braucht man ja nicht besiegen, auch wenn hier noch Gegner rumfliegen. Die sind unwichtig. Kampf vorbeendet. Jetzt kämpfen wir eigentlich gegen die Nervensäge, die uns hier vorhin begleitet hat. Hat seine Gründe. Ja. Auf die ich nicht näher eingehe. Wieder Story, aber einfach hinnehmen. Einfach so hinnehmen. Kopfnuss. Zack. Und Combo, genau. Hat sich eben eine Trachtprügel verdient, der junge Mann. Der geht einen sowieso ziemlich auf den Wecker. Das war genauso frech wie Bayonetta selbst, aber halt nicht auf die sympathische Art. Ja. Stehen nicht im besten Abstand zueinander. Ich habe zwar kurzzeitig beide verletzt, aber dann nicht endgültig besiegt. Traurig, die eine Rosa ist gestorben oder liegt im Sterben. Ach, zum Glück haben wir noch eine. Zum Glück haben wir noch eine, genau. Kommt tatsächlich schon das letzte Kapitel. Halt, ich wollte eigentlich was machen. Habe ich jetzt vergessen. Stimmt, du wolltest... Oh. Wir wollten noch was machen. Stimmt, da war noch was. Da war noch was. Nee, das musst du machen. Das musst du schon machen. Quasi ein Crossover. Ah, wir müssen ja noch... Ja, ja, muss sein, weil jetzt wechseln wir den Charakter. Einmal kurz Bayonetta nehmen. In einem schönen, schönen Kostüm. Ein Fuchskostüm. Man kennt's. Ein Fuchskostüm. Brauchen hier noch den Hammer. Ich könnte jetzt auch sagen, ich wechsle das Spiel. Ja. Kann man so sagen. Auf hätten wir denn mal Lust? Auf was hätten wir denn mal Lust? Das könnten wir denn mal. Ich habe doch schon ein Star Foxy Kostüm. Was wird wohl kommen? Ach, das.
Es wäre doch jetzt Zeit für ein bisschen Star Fox. Wäre Zeit für Star Fox. Ich habe jetzt einfach mal frech das Spiel gewechselt. Es ist eine coole Sache hier, dass manche Kostüme solche Auswirkungen aufs Spiel haben. Gerade in dem Level. Ne? Gerade in dem Level, wo es so passend ist. Ja, ich habe es gefeiert, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Gerade weil ich auch Star Fox 64 sehr liebe. Und auch die Soundeffekte sind von Star Fox 64 drin. Die Bomben. Der blaue Laser. Alles dabei. Alles dabei. Die Rolle. Ja, du a Barrel Roll, ne? Ja, wer jetzt eingeschlafen ist und jetzt aufgewacht ist, ist immer noch dasselbe Spiel. Keine Sorge. Ja, richtig stimmt. Verpasst. Steht zwar Bayonetta 2, aber es stimmt noch. Es ist schon leuchtend. Star Foxy 2. Ja, Star Foxy 2, genau. Hat ja aber sonst spielmechanikmäßig nicht wirklich viel Auswirkungen. Hier in der Phase jetzt nicht. Genau. Ich würde halt mit Rosa hier auf dem Chat stehen und mit einer Sense Schüsse abfeuern. Ähnliche Spielweise. Aber es macht halt einfach mehr Spaß, mit dem Airwing hier rumzufliegen. Na klar. Auf jeden Fall. Und ich muss weiterhin Lollis vermampfen, also. Auch wenn ich ihn im Flugzeug hocke. Immer schön Bomben werfen. Ich drücke einfach alle Knöpfe jetzt. Das ist sowas von egal hier. Ich habe unendlich Bomben. Genau. Warum nicht? Den Spaß muss man sicher nehmen. Na gut, halt gerade durch die unendliche Magie ist es halt der Fall. Ja. Dass man hier halt einfach tun und machen kann, was man will. Nicht mal eine Fassrolle muss ich machen, eigentlich. Fassrolle. Fassrolle, ja. Damn, der hat gesessen. Fühlt sich auch gut an, ne? Ja, herrlich. Ja, da kommt was Großes. Ja, der Teil von dem Spiel kann man quasi als Refights nennen, weil manche Bosse wieder auftauchen. Genau. Na, die kennen wir ja noch. Genau. Genau. Der Kampf ändert sich nicht großartig wie zu dem anderen. Auch wieder die Augen, die Schwachstelle. Hm. Nur, dass man halt diesmal im Flugzeug sitzt oder im Airwing in dem Fall jetzt. Aber da hat der auch nicht gerechnet. Ja, deswegen guckt er so. Ja. Der denkt auch, er ist im falschen Spiel gelandet. Wo? Ah, ich hab Lolli vergessen. Nein! Oh. Das hat einen Tick länger gedauert. Na, okay. Noch ist nichts verloren. Na. Noch steckt man den Kopf nicht in den Sand oder Sand in den Kopf, wie auch immer. Ja, ja. Okay. So, wie gesagt, wir haben jetzt auch Bayonetta als Charakter mit Star Foxy. Hat jetzt leider nicht mehr den schönen Mech-Anzug. Aber das spielt jetzt beim letzten Kampf keine große Rolle mehr. Genau. Ich muss anders kämpfen mit Bayonetta. Weil ich halt den Mech-Anzug nicht habe, muss quasi meine Angriffe canceln, indem ich abwechselnd zuschlag und springe. Und dann führe ich so ziemlich starke Schläge aus. Oh, renn dahin. Das will ich nicht.
Das sind halt schon recht starke Kombos und die eben etwas länger dauern, weil sie wuchtiger sind. Die halt wuchtiger sind. Es ist halt mit dem Mech-Anzug nicht zu vergleichen. Weil ich keine so schöne Kombos ausführen kann. Aber wie gesagt, das kostet uns jetzt nicht so viel Zeit. Genau. Ups. Weltrekord war eh vorbei, glaube ich. Der ist schon lang vorbei. Deswegen. Meine PB auch gleich. Hier in der Luft kann ich jetzt die Angriffe nicht canceln, weil ich in der Luft nicht springen kann. Da täte ich bloß ausweichen und muss ja halt so recht gute Kombos ausführen. Dem Schlitzangriff von unten oder Schlag von oben. Und noch Lollis nehmen währenddessen. Genau, das setzt ihm gut zu, ne? Hat auch wieder verschiedene Phasen von dem Boss. Na, drehen wir das Monstrum hier um. Kommt dann gleich das Finale, aber noch nicht der Schluss. Noch nicht heim. Noch nicht der Schluss. Das sieht jetzt stark nach Finale aus, aber ja. Es geht noch ein bisschen. Da hat man übrigens auch einen anderen Charakter noch gesehen, mit dem ich zusammenkämpfe. Ich wollte gerade fragen, möchtest du erklären, wer das ist? Ich kann erwähnen, dass es ihr Vater ist. Gut. Also mein netter Vater. Reicht ja, oder? Reicht. Wir vereinen uns. Machen den ultimativen Endschlag. Limit überschritten. Unendlich Tonnen Urknall. Ups. Irgendwas. Aber schöner Gesichtsausdruck. Ja. Auch Sean hat jetzt das Star Foxy-Kostüm an, was ich auch ziemlich lustig finde. Jetzt muss ich eigentlich bloß aufs Maul zusteuern. Könntest du vorbeifliegen? Ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert. Es wäre jetzt lustig, wenn es jetzt passieren täte, aber... Das stimmt. Mampf. Mampf weg. Schöne Cutscene. Mhm. Wenn wir jetzt in der, gut in der Zeit liegen, lass mal kurz laufen, sehen wir auch noch ein paar Charakter, die wir sonst nie gesehen haben. Genau. Die eben da sind. Ja, und vielleicht auch einige Details von Bayonettas Kostüm richtet, sieht man auch noch Peppy und Slippy an ihren Stiefeln. Das sind so nette kleine Details. Ja, das Kostüm nochmal aufwerten. Genau. Vielleicht sieht man es nochmal, wenn man genau hinschaut. Und der schöne Fuchsschwanz, ne? Hm. Das ist ein schönes Kostüm. Ja, da wird auch nochmal erwähnt, Syriza ist der richtige Name von Bayonetta. Mhm. Und links sieht man jetzt Peppy und Slippy an den Stiefeln mit Airwings. Mhm.
Daddy. Da haben wir's. Daddy, genau. Papa. Thank you. Also, herzzerreißende Geschichte zum Schluss. Fulminantes Ende. Ja. Nochmal was zum Heulen. Weil es so actionreich war. Das sind die richtigen Emotes, genau. Sehr schön. Ja, was ich jetzt nur noch vorhabe, ich habe dich schon vorhin gesagt, ich habe noch eine Überraschung. Ja, da weißt du noch nichts davon. Ich habe wirklich keine Ahnung, worum es geht. Du darfst den Run beenden. Du darfst Finale spielen. Oh nein. Doch. Du darfst machen, du darfst dich versuchen. Kann nicht viel schief gehen. Nicht viel. Nicht viel schief gehen. Ja, wo darf ich denn drücken? Drück einfach irgendwo. Du kannst jeden Knopf dann... Also, überspringen wir noch? Ja. Ups. Versuch einfach alles Mögliche. Let's dance. Und auf geht's, Berfo. Vielleicht kriegst du ein Küsschen von Bayonetta. Na, das lohnt sich doch. Ich muss jetzt warten, bis dann der erste Kampf startet. Wie gesagt, einfach drücken, mashen. Kannst nicht viel falsch machen. Naja, kannst rumfliegen. Ja. Das hat nichts. Schlag zu, hau alles raus, was geht. Aua. Catch-Aims bei dieser Musik, ne? Bravo, Berfo. Ein Kiss. Sauber. Deshalb haben wir hier noch einen Bonus, ne? Weil es in den Credits hier weitergeht noch. Eben, es ist noch nicht zu Ende der Run. Ja. Na. Huch. Ja, wo will er denn hin? Er will dich ein bisschen fertig machen. Das Gefühl habe ich auch. Ja, wenn er nicht weggehen würde, würde ich ihn auch treffen. Du kannst auch mit L den Umbra-Modus aktivieren. Genau. Schlägst du ein bisschen stärker zu. Macht stärkere Attacken. Okay, man sieht's, ja. Na. Ah, schade. Kein Küsschen. Hat nicht mehr viel gefehlt. Aber du hast ja schon dein Küsschen bekommen. Ja, das ist schon mal gut. Ich glaube, wir haben hier neue Runner für Bayonetta 2. Ja, klar. Ein bisschen üben heute Nacht und dann. Na. Lollipower. Hat geholfen, danke. Sauber. Perfekt. Das zweite schon. Ja. Na, niemals Lollis unterschätzen. Niemals. Na, das sind wieder die richtigen Emotes. Perfekt. Während wir uns hier die Credits angucken, die Fake-Credits, nochmal Zeit für eine Spende? Ja. Hau raus. Da haben wir nette 5 Euro von Laser. GG für die Swag-Strat am Ende von Super Struggler World. Bei einem Spiel, was eigentlich für Beginner gedacht war. Nicht so langsam. Versuch mal hier bloß mit A. Genau, machst du schon. Perfekt. Oh, das ist noch mehr. Genau. Ah, beide gleichzeitig. Das ist perfekt. Wunderschön. Komm, noch einer. Oh, schade. Leider nicht ganz. Zu lange. War, glaube ich, der letzte. Coole Credits-Musik halt. Ja. Zum Schluss. Die gehört zum Run. Die gehört zum Run. Also, wir können nichts machen. Das ist wirklich so. Keine Chance. Dann sieht man schon mal beim Marathon mal einen Credit. Hier ist es der Fall halt mal. Wenn du jetzt ein Küsschen kriegst, oder halt nicht schaffst, ist time. Okay.
gut aufs Drücken. Ja, stimmt. Du bist ja jetzt der Runner. Ja, eben. Ich bin schon mal gewechselt. Time. Ja, perfekt. Perfo. Ich danke dir. Applaus. Applaus für deinen Run. Danke. Hast du gut gemacht. Hab sehr gerne kommentiert hier nebendran. Ich hab doch nichts anderes gemacht als du, oder? Ich hab Knöpfe gedrückt. Ja. Oder? Ja. Einwandfrei. Ich danke dir. Perfekt. Schön unterestimiert. Für deinen ersten Run. Lolli, Daumen hoch. Lolli. Ja. Mm. Apfel ist nicht mein Geschmack. Ne? Gut. Auch noch ein schöner Abschlusssong. Kann man sich noch anschauen, muss man aber nicht. Muss man nicht. Das gehört nicht mehr dazu. Das gehört schon nicht mehr dazu. Ja. Das war Bayonetta 2. Actionreich, schnell. Ja. Hat Spaß gemacht. Auf dir auch? Ja, klar. Da hast du sogar spielen dürfen? Ja, das war super. Erste Mal, ne? Ja, erste Mal. Erste Mal das Spiel gespielt, muss ich sagen. Ja. Genau, und du siehst, es macht einfach Spaß. Ich glaube, du hast Spaß gehabt in den 2 Minuten, ne? Auf jeden Fall. Oder 3 Minuten, was es war. Ja. Darf ich nochmal kurz stören? Ja. Und zwar gab es gerade von Mod die eine 100-Euro-Spende, aber ohne Nachricht. Vielen Dank an wow. der Stelle. Stark. Respekt. Vielen Dank. Komm, wir haben uns hier eigentlich noch unterhalten über den schönen Run natürlich. Danke. Du bist sehr zufrieden damit? Ja, mal. Doch. Sehr zufrieden. Okay. War 9 Minuten weg von meiner PB, aber das war jetzt bei diesem Marathon hier auch nicht mein Ziel, hier irgendwie einen Weltrekord aufzustellen oder eine neue PB. Genau. Ist ja bei solchen Events, bei solchen Marathons grundsätzlich mal schwierig, eine PB aufzustellen, ja. Weil die Umgebung stimmt halt einfach nicht, sage ich mal ganz blöd. Genau. Meistens hängt es an dem. Ich habe jetzt einen Zusatz gemacht, ich habe zu Bayonetta gewechselt, deshalb war das letzte Level jetzt auch langsamer, so circa 2-3 Minuten. Aber man muss ja auch was Besonderes einbringen für so einen besonderen Moment hier. Genau. Am Ende hattest du ja auch noch ein bisschen Hilfe von Baphomet, von deinem Nebenkommentator. Genau. Wie hat er seinen Job gemacht? Prima. Besser wie erwartet, weil es war ja sein erstes Mal Bayonetta 2 spielen. Okay. Und dann 3 Küsschen zu bekommen von Bayonetta. Einwandfrei. Super gemacht, Werfo. Das kann dann auch als Koop-Run durchgehen, würde ich mal sagen. Kann man so machen. Okay. Muss man mal einreichen. Genau, wunderbar. Das ist jetzt so deine allererste On-Site-Erfahrung gewesen? On-Site, ja. Genau. Das erste Mal. Und überhaupt. Wie war's? Wie hast du dich gefühlt? Nervös? Aufgeregt? Vorher war es schlimmer. Ah, okay. Während dem Run hat sich das alles schön gelegt. Mhm. Ja. Hat es auch schon heute Morgen dir mal erwähnt, wo wir kurz unterhalten haben. Das Spiel trägt einen selber dann mit. Genau. Man kommt in den Flow rein, das Spiel spricht für sich. Richtig. Macht es schon sehr einfach. Ich glaube, man blendet dann auch so die Zuschauer ein bisschen aus. Man hat die gar nicht mehr so wirklich im Kopf, sondern konzentriert sich, fokussiert sich auf das Spiel. Genau, ne? Genau. Okay. Ja, ansonsten, du runst ja normalerweise doch eher andere Spiele. Das ist ja, da hatten wir uns ja auch schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Genau. Das ist ja jetzt auch für dich ein bisschen ungewöhnlich gewesen, so ein Spiel dann zu zeigen. Was runst du denn sonst so? Normalerweise bin ich in der Retro-Schiene, also Super Nintendo oder NES, am meisten NES. Da habe ich aktuell über 100 Runs schon gemacht. Mhm. Ja, ist mein Fable halt dafür. Zwischendurch gibt es mal solche Runs, wo ich mache neuere Spiele, gerade Bayonetta oder halt auch Mario Odyssey habe ich schon gemacht. Mhm. Aber hauptsächlich sind es halt alte Spiele. Okay. Und wenn du jetzt selber die Wahl gehabt hättest, welches welcher deiner Runs hier angenommen wird, was wäre es gewesen? Wofür hättest du dich selber entschieden? Was ich halt am liebsten spiele, sieht man wahrscheinlich schon an dem Hemd hier, wäre es A Link to the Past. Ach so, ja. Ja, das spiele ich unglaublich gern, alle Formen, Hauptspiel, Vanilla-Spiel oder halt auch viel Randomizer, was ich gern mache. Aber wie gesagt, ich habe auch Spaß an den anderen Spielen. Okay. An dem liegt es nicht. Wir hatten auch schon mal ein bisschen drüber geredet, nächstes Jahr gibt es dann so um die 100 Submissions von dir. Kann ich machen. Ich habe über 200 Spiele zur Auswahl. Eben. Da könnt ihr euch dann raussuchen, was ihr wollt. Ja, also wir haben die freie Auswahl dann quasi.
Dann werde ich das tun nächstes Jahr. Dann vielen Dank auf alle Fälle fürs Zeigen von Bayonetta 2. Vielen Dank, dass du überhaupt dabei warst, dass du da warst. Danke. Und auch. Ja, wir Gerne gehen. Wird's noch. Genau. Genau. Bis morgen, ne? Bis einschließlich morgen. Genau. Und ja, wir gehen dann nochmal in die Pause. Bis gleich.